What is that supposed to be? Mobbing wird überbewertet. Bullying doesn't exist. Mein Name ist Evelyn Hoffmann und ich möchte euch eine unerklärbare Geschichte von einem kleinen Jungen erzählen, die während meiner Arbeit passierte. Ich arbeitete im Sommer als Sportbetreuerin in Salzburger Bergen und war für die verschiedensten Altersgruppen zuständig. Doch in einer Woche war es besonders nervraubend. The little boy, let's give him a name. Benedict. Benedict has already been 8 days in my program and was one of the happiest children. He came together with his two friends and he played here for hours. But then came the hunting morning when even I felt the ground moving under my feet. Benedict lief von der Gruppe weg. Keines der Kinder sagte auch nur ein Wort. Es wurde still. Ich lief Benedikt nach, doch er verkroch sich auf der Herrentoilette. Ich machte mir große Sorgen. Ich wusste nicht, was los war. Ob er Schmerzen hatte, ob er traurig war, ob er verletzt war oder ob er Angst hatte. Ich wusste es nicht. Ich redete auf ihn ein, doch er machte dicht. Er sagte nichts, es geschah auch nichts. Plötzlich ging die Tür auf und da stand er. Weinend, ohne drinnen Flüssigkeit in den Augen und mit zitternden Beinen. Mir wurde kalt und ich wurde blass. Ich glaube, ich war noch nie so nervös wie in diesem Moment. Before saying a word, he gave me his mobile phone. I wondered what to do with his phone. But then he pointed to the stream with his trembling forefinger. I was stunned when I saw what was written up there. Benedict is ugly. Benedict is fat. Benedict looks like a pile of shit. In dem Moment, als ich realisierte, was ich gerade eben gelesen hatte, brach er vor meinen Augen zusammen. Als er wieder zu sich kam, fragte ich ihn, ob es ihm nun besser ginge, wie lange dies schon dauert und ob seine Eltern schon davon wüssten. Er schaute mich nur mit seinen bestürzten, erschöpften, verzweifelten, kleinen braunen Augen an und meinte, dass seine Eltern davon noch nichts wüssten, da er ihnen nicht noch mehr Sorgen bereiten wolle. Meanwhile, we sat next to each other on the floor in front of the men's room. And Benedict told me his whole story. His classmates had already embarrassed him for over 2 years. Personally doing the school lessons, not to mention the breaks, or on the social media platforms, from words, pictures, voice records to deeds. Everything was there. Ich war erstaunt, dass er von jetzt auf gleich offen mit mir redete. Das war für mich ein Zeichen, dass er mir vertraute und obwohl ich auch ein Stückchen entspannte. In sein Leben eintauchen zu dürfen, öffnete mir die Augen. Denn man kann nur handeln, wenn man weiß und nachvollziehen kann, worum es geht. Mobbing geschieht oft im Verborgenen. Gerade deshalb sollten wir genauer hinschauen. Bullying is an everyday thing, isn't it? Have you ever been bullied or been a bully yourself? Then Benedict's story will touch you even more. At the age of 10, he had boxed his way through the past 2 years entirely on his own. I was so shocked that even my face dropped. And there I sat, speechless, in the front of a small, miserable and almost powerless boy. Aber das sollte nicht alles gewesen sein. Ich fragte ihn, wieso er seinen Eltern nicht erzählte. Er schaute mich nur an, wollte schon etwas sagen. Doch in genau diesem Moment versagte seine Stimme und nicht einmal ein Ton kam heraus. Ich nahm ihn in meine Arme und da erklärte er mir in nur einem Satz, wieso. Meine Eltern lieben sich nicht mehr. Da wurde mir einiges klar. Ahnen Sie es auch? Die Scheidung zwischen seinen Eltern machte Benedikt fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Ja, wie auch. Seiner Mama wollte er nicht zur Last fallen. Da sie jeden Tag weinte und gegenüber seinem Vater wollte er einfach nur keine Schwäche zeigen. Der
everywhere, both of us sitting in the front of the men's room, all fixed up and ready to go. But when I was able to look into his eyes again, I saw a brave, emotional, open-hearted and an incredible warm-hearted little man. Slowly, the parents came to pick up the kids, including Benedict's mom. She started to run to us, unlike the other mothers, completely threw off the roof. When she stood in the front of us, I asked Benedict to go to the bathroom briefly to wash his face coat off, so I had time to talk to his mom. Ich erzählte ihr, was passierte. Sie war so fassungslos, dass sie Benedikt, als er vom Klo zurückkam, nur noch mehr in die Arme schloss und sagte, "You are my entire world. I love you from here to the moon." Benedikt hingegen schüttelte den Kopf und sagte, "I love you much more, from here to the moon and the way back." Heute lebt er gemeinsam mit seiner Mama in Berlin und sieht seinen Vater regelmäßig. His class no longer teases him because his mom was able to work with the school to find a solution. Any good, alles gut? In diesem Fall ja, weil das Problem ans Licht gebracht und dadurch auch gelöst werden konnte. Nehmen Sie sich die Zeit, genau hinzusehen, und wenn Sie Mobbing wahrnehmen, werden Sie aktiv, damit es auch für andere wie Benedikt ein Happy End gibt.